Warum muss ich denn wissen, wie ich mit schmerzhaften Gefühlen umgehe? Wenn wir sie immer wegdrücken, wenn sie ständig in unserem Körper, in unserem Körpersystem, in unserem Energiesystem da sind, ziehen sie Situationen und Menschen an, die genau zu diesen Gefühlen passen. Das heißt, ihr kennt bestimmt Menschen, die sind super nett und ziehen meistens Menschen an, die aggressiv sind oder wütend. Das ist, weil sie ihre Wut unterdrücken. Sie merken noch nicht mal, dass sie sie unterdrücken. Wenn ich in mir ständig Rachegefühle habe und Hass und wütend auf eine bestimmte Person, weil sie mich so sehr verletzt, und diese Gefühle sind berechtigt. Ja, du sollst sie ja nicht wegmachen. Es geht nur darum, wie gehst du damit um? So, wenn ich ständig Hassgefühle habe und Rachegefühle habe, ziehe ich Umstände an, wo ich mehr Hass und mehr Rache fühlen kann. Also Situationen, die mir nicht gut tun. Deshalb ist es so wichtig, mit diesen Emotionen umgehen zu können, dass sie integriert sind und nicht mehr da alleine stehen und ständig magnetisch auf Situationen im Außen wirken. Im Prinzip ist es ganz einfach, mit solchen Gefühlen umzugehen, aber in der Umsetzung ist es dann nicht so leicht. Das allererste ist es, wahrzunehmen, dass das Gefühl da ist. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine Auseinandersetzung mit meinem Nachbarn und es macht mich wütend und ich empfinde Groll. In dem Moment, anstatt im Kopf zu bleiben, im Verstand zu bleiben, um mich über diesen Nachbarn aufzuregen, in den Körper zu gehen und zu analysieren, wo spüre ich diesen Groll? Und das ist schon sehr schwierig für die meisten, auch für mich sehr oft, weil das Ego einfach zu groß ist. Das Ego möchte sich über die Situation aufregen, über die Person aufregen. Wieder zurück in den Körper. Das ist eine Übung, das braucht einfach Zeit. Das kann man nicht innerhalb von 1-2 Tagen und dann hat man es drauf. Es braucht Zeit, damit umzugehen, weil einfach diese Gewohnheit da ist, dass man den Gefühlen immer nachgeht. Also, dass man denen nachgeht, indem man schreit, indem man wütend ist, indem man andere verletzt, indem man einfach traurig ist oder man unterdrückt es und lenkt sich ab mit Social Media, mit Essen, mit ganz vielen anderen Dingen. Also, das allererste ist erstmal zu analysieren. Wo spüre ich dieses Gefühl? Oft spürt man das zum Beispiel in der Mitte des Körpers, Hals, Brust, Bauch. Nicht jeder wird da etwas finden. Kann sein, wenn wir erfolgreich jahrelang unterdrückt haben und weggedrückt haben, spüren wir erstmal gar nichts, weil unser Körper uns davor schützen möchte, weil einfach die Überwältigung zu groß wäre von all den Gefühlen, die wir in uns tragen. Und das ist kein Problem. Dann kann man einfach schauen, wo spüre ich denn diese Leere? Also ich spüre nichts und wie fühlt sich dieses Nichts an? Und dann kann man dabei bleiben. Dein Körper ist sehr intelligent und kommt dir entgegen, weil es spürt, dass du es ernst meinst, dass du dich wieder zurückverbindest mit dir selber. Du wirst dann Stück für Stück, wenn du Geduld hast und dranbleibst, immer mehr in dir spüren können. So, das heißt, wenn ich aber dann zum Beispiel diesen Groll spüre und spüre den auf der Brust oder spüre ihn auf meinem Hals, dabei zu bleiben, beim Hals zu bleiben, auf der Brust zu bleiben und einfach mal nur nachzuspüren, was spüre ich da? Unser Ego möchte sich im Außen verteidigen, möchte einen Schuldigen suchen. Und unser Körper möchte die Verbindung, möchte unsere Aufmerksamkeit. Diese Gefühle wollen unsere Aufmerksamkeit. Hätte ich vor 10 Jahren dieses Video gesehen, da hätte ich gedacht, was ein Scheiß, weil alles muss ich im Verstand lösen. Wenn mich jemand schlecht behandelt, dann kriegt er einer über die Rübe. Kriegt er einer über die Rübe oder ich zeige ihn an oder ich muss zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann wiederholen sich die Situationen und man befindet sich ständig in irgendwelchen Problemen. Wenn wir im Außen das stoppen wollen, das reduzieren wollen, diese ganzen Probleme, diesen ganzen Stress, dass es nicht noch schlimmer wird, ist es wichtig, bei uns anzukommen, in unserem Körper, weil es oft Gefühle sind. Auch wenn ich jetzt ein Beispiel, das ist ein blödes Beispiel, aber mir fällt kein besseres ein, ich jetzt den Stress habe mit meinem Nachbarn und dahinter steckt jetzt Groll und Wut, ist das oft eine alte Emotion aus meiner Kindheit, die ich noch nicht verarbeiten konnte. Und die kommt so oft zu mir, in so verschiedenen Situationen, in so verschiedenen Menschen. Es kann mein Chef sein, mein Sohn sein, mein Mann sein, meine Tante sein, der Nachbar sein. Es wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich, bis ich mich mit diesem Gefühl zusammensetze und es einfach nur annehme, dass es da ist. Dass ich es einfach nur annehme, ohne zu urteilen, dass ich das nicht fühlen darf. Ne? Dass man das mit mir so nicht machen darf. Natürlich setzen wir Grenzen im Außen, aber es ist auch wichtig, mit unserem Inneren zusammenzubleiben. Und dem Aufmerksamkeit zu geben. Und wenn wir unserem Körper die Bestätigung geben und die Akzeptanz geben, dann können wir das Gefühl, es freilassen hört sich das blöd an, aber integrieren. Dann ist es nicht mehr abgespalten und weggedrückt, sondern wir integrieren es und dann ist es nicht mehr so stark magnetisch auf andere Situationen und Menschen. Und das ist Selbstliebe. Selbstliebe ist, dass ich mich mir zuwende. Dass ich nicht meine inneren Anteile wegdrücke, meine ganzen Gefühle wegdrücke und hart bin,
und denke, ich schaffe das schon, ich bin schon stark. Und dazu kommt auch nochmal ein Video, wie viele Eltern ja, wachsen damit auf, dass sie sagen, meine Kindheit hat mich stark gemacht. Ja? Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Es hat mich stark gemacht. Wie viel es im Innen eigentlich kaputt ist und wie viel Scheiße wir unseren Kindern damit weitergeben, wenn wir davon überzeugt sind, es hat mich stark gemacht. Stark gemacht bedeutet eigentlich nur, von den Gefühlen abtrennen und funktionieren. Und das machen wir dann weiter mit unseren Kindern.